So, Leute, wir machen jetzt einmal hier ein Spiel Axel Dörr für Experte. Und ich nehme nur ein paar Yggdrasil, denn wenn ihr Experte freigeschaltet habt, habt ihr ja ein paar Yggdrasil. Nehmt den safe mit. Keine Diskussion, keine. Zack. Und dann nehme ich mit als nächstes, dass wir mehrere Level haben am Anfang. So. Und mehr nehme ich gar nicht. Zack. Axel Dörr, weiter. Und Experte. Und ich habe die Hammer ausgewählt, die Axt ausgewählt. Ich mache das auch für die anderen beiden Charaktere, für die anderen Charaktere. Also Helga nicht. Da ist ja schon ein Expertenvideo. Vielleicht sollten wir auch einmal kurz die Waffen upgraden. Schadendauer ist okay. Bereich. So. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit. Nur Bereich. Anne. Oh, wieso will er mir die ganze Zeit Bereich geben? Ja, Abklingzeit ist auch gut. Wir gleich auch. Und es kommt, selbstverständlich, wenn am 9. Februar das Update erscheint, der neue Patch mit Expert Plus, werde ich denn auch schnell versuchen, Videos zu machen, mit denen ihr, oder Builds zeigen, mit denen ihr Experte Plus besiegen könnt. Nur, ich denke mal, das wird relativ ähnlich sein zu dem, was ihr jetzt hier sehen werdet. Wird sich jetzt nicht großartig unterscheiden. Und ansonsten gebe ich auch jetzt schon den Ratschlag, spielt Helga. Helga ist einer der most broken Charaktere hier in diesem Spiel. Nee, bestimmt nicht. Damit kann ich sogar noch leben. Ja, hier muss man erstmal so ein bisschen hinbekommen, das Gefühl. Für die Abklingzeit ist sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang. Das Schöne an der Axt ist, sie macht eine Menge Schaden. Ihr wollt natürlich den Aufstiegskristall finden. Sehr wichtig. Und ihr solltet um die 5 plus Projektile haben, wenn ihr den Aufstiegskristall reinpackt. Ups, jetzt laufe ich da noch gegen. War nicht so schlimm. So, jetzt nehmen wir erstmal das hier mit. Nehmen wir hier Schaden, Bereich, Dauer, nämlich Schaden. So, Level up. Nimmt auch immer jede Erfahrung mit. Und wenn euer Bild funktioniert und ihr nicht so eine Angst haben müsst, dann könnt ihr auf Gold gehen. So. Schaden, Dauer. Projektile Abklingzeit kann ich sogar mitnehmen. Ne, da will ich Schaden reinbekommen. Schadendauer will ich nicht. Schaden Abklingzeit nehme ich mit. So. Ja, und ich denke mal, die Yggdrasil, die ich jetzt investiert habe, sind machbar, auch wenn ihr nicht jetzt zu lange spielt oder nicht so mega viel spielt. Solltet ihr schon fortgeschrittener sein, dann packt ihr halt die anderen Yggdrasil-Punkte noch in Gold. Und Schaden. Einfach. So, was können wir jetzt machen? Zack, wunderbar. Gehen wir hier weiter. Meine Lieblings-Donner-Rüstung. Ich bin kein großer Fan. Und jetzt sollten wir eigentlich, und das ist eben manchmal Glück, weil wir haben jetzt auch nicht die Map, also die uns anzeigt, wo der Aufstiegskristall ist. Das kostet eben auch einiges an Yggdrasil, die freizuschalten. Ich würde euch sogar noch raten, eigentlich die normale Map, wenn ihr könnt, aber es geht eben auch ohne. Wenn wir jetzt natürlich super viel Pech haben, kann es ja auch noch in die Hose gehen, aber ein bisschen zuversichtlich. Ich nehme den Berserker immer gerne. Und dann können wir gleich auf Schaden gehen. So. Es gibt halt manchmal diese Runden, wo man den Aufstiegskristall einfach nicht finden will.
Hier ist er aber. So. Und dann nehmt ihr Äxte schießen. Ganz wichtig. Das nehmt ihr. Und dann geht ihr jetzt hier auf Schaden. Folgt einfach ungefähr meinem Pfad. Guck, jetzt habt ihr das so. Und jetzt ist das schon relativ entspannt. Schöne Erfahrung einsammeln. Immer an die Kisten ran. Leider kein Gold. Wir haben nur 12. Das ist nicht so schön. Daran seht ihr eben auch, warum. Wenn ihr nur 3 Projektile habt, dann schießt ihr nur nach rechts oder nur nach links. Dann habt ihr eben nicht den Luxus. Dass ihr eben einfach in alle Richtungen immer cleart. Guckt, wenn ihr ganz entspannt hier nicht in die Soße reinlaufen da oder in die Spur. Hopp. Im 3, dann kann ich noch mehr in Schaden. Ist nie eine verkehrte Wahl. Oh, das ist schön. 10 Gold nehmen wir gerne mit. Oh, hier haben wir aber Glück. Wir haben nichts in Gold drin. Oh, das sind die Schuhe. Sind mit ihm eigentlich gar nicht so schlecht, weil er ist ja von Haus aus eher der Langsame. So, wir haben 36 Gold. Das ist jetzt schon langsam in Ordnung. Das, da hiervon bin ich gar kein Fan, von dem Obelisken. Auch von der Ultimativ-Variante. Da habt ihr halt 2. Weiß ich nicht. Oh, der Glückspilz ist cool. Den kaufen wir nachher. Kauft die Sachen immer erst in der dritten Phase, bis auf XP. Was kommt Zapdos? Wunderbar. Und wir kriegen tatsächlich... Nein, da machen wir einen Reroll. Und dann nehmen wir Dauer. Dass er uns auch wirklich nur die Donnerrüstung vorschlägt, ist ihm wieder... Ah, nämlich bereit. Ist sie größer, liegt sie jetzt ein bisschen länger. Kann ich mitnehmen. So. Und ich bin auch echt super gespannt, was für Gegner kommen werden. Ob im Expert Plus sie da auch noch irgendwas hinzufügen. Ich meine, es kommt ja Ranking bei Expert Plus. Wird dann abgespeichert. Wird ganz interessant. Und ob sie da vielleicht noch irgendwie Spezialgegner reinbauen. Oder auch noch eine spezielle Phase bei den Bossen. So, wir haben den Feuerstein. Ja, der macht ja Feuer einfach besser. Aber wir bleiben überwiegend nur bei der Axt. Andere Waffen sind wir nicht so angewiesen. Wir gehen danach noch auf das Schwert. Das ist das Einzige. So, nehmen wir hier noch gerne mit. Zack. Ich nehme jetzt auch nicht großartig, glaube ich, irgendwelche Shop-Items, damit ihr das auch gut nachmachen könnt. Man geht erstmal hier rein. Zack. Ihr braucht das Schwert jetzt noch gar nicht. Und dann geht ihr auf Abklingzeit, weil die Axt eben davon mega profitiert. Wir sollten ihn relativ schnell töten. Guck mal, schaut euch das an. Schaden wir machen. Ja?
jetzt hier noch ein bisschen Erfahrung mitnehmen. So. Nehmen wir den mit. Und den. Ihr kauft selbstverständlich das Relikt der Erfahrung. Vor allem so am Anfang. Und ich guck mal nach... Hier, Magneten. Pflicht. Und wir haben sogar noch den Kelch der Wiederbelebung und noch einmal Leben. Und dann können wir jetzt auch hier rausgehen. Warte mal, wir können jetzt noch die restlichen Punkte verteilen. Wir nehmen Abklingzeit, Abklingzeit, Abklingzeit. Dann nehmen wir gleich Angriffstempo. Wir können sogar den zweiten Kristall auch hier reinpacken. Macht ihr auch so. Und dann geht's weiter. So. Da wir jetzt eigentlich nicht so viel Angst haben müssen und uns relativ frei bewegen können, ist jetzt Hauptpriorität nicht hier das Leben, sondern Gold. Aber jetzt haben wir es trotzdem relativ easy mitgenommen. Zack. Gucken wir nochmal, wo sind denn jetzt hier irgendwo Kisten? Hier sind die Schuhe. Ja. Und auch mit den Magneten, ihr habt halt nicht den Zwang, dass ihr Erfahrung einsammeln müsst. Gibt euch auch eine unheimliche Freiheit. So, die nehme ich aber noch ganz gerne mit. Ich habe ja schon maximal Yggdrasil. 121 kann man maximal haben. Und ansonsten kann man, glaube ich, bis 3000 von diesen kleinen Dingern dann noch behalten, die man dann aber nicht umwandeln kann. Hier kommt ein kleiner Edite. Muss vielleicht gut sein. Wunderbar. So, die sammle ich jetzt mal kurz ein. Damit wir Angriffstempo. Zwölf Gold, ist ein bisschen mager. Boah, fast wäre ich reingelaufen. Boah, das ist schön. 22 haben wir jetzt. Oh, ich bin tatsächlich rein. Ja, ich bin doch ganz entspannt. Wir haben so viel Leben. Was nehmen wir mit? Angriffstempo. Jetzt haben wir wieder 30. Ja, wir haben sowieso keine Map, deswegen sammle ich das jetzt ein. Oh. Bei ihnen kann man immer ganz gut hier einfach stehen bleiben. Weil die Reichweite, seht ihr ja, sobald sie in dem Kreis sind, kriegt ihr das. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wir haben 40 Gold, das ist schon mal ganz gut. Und wir profitieren halt auch von den Schuhen, dass wir unheimlich schnell dann damit rumlaufen können. Müsst ihr halt immer selber sehen. Hätte ich jetzt gar kein Gold, wäre ich noch weiter auf Goldjagd gegangen, aber so ist akzeptabel. Wenn ihr um die 50 Gold habt, ist in Ordnung. Damit ihr ein bisschen was kaufen könnt. So, weiter geht's. Jetzt sind wir auch schneller. Ruhe. Gerne. Bereich Schaden, nämlich Schaden. Und da wir ja gerade nur die Axt haben und die Donnerrüstung, aber wird uns natürlich meistens dann immer nur das vorgeschlagen. Das ist das Gute.
Schupp. So, ein bisschen haben wir noch. Da ist noch eine Kiste. Die auch noch mitnehmen. Ihr könnt das natürlich noch optimieren und merkt euch immer, wo mehrere Kisten liegen und die respawnen ja immer. Die kommen nicht direkt zurück, wenn ihr das Sichtfeld verlässt. Ihr müsst halt noch ein bisschen länger warten. Ich weiß gar nicht die genaue Abklingzeit der Kisten, aber die kommen halt immer wieder. Wenn ihr oben rechts die Karte habt, könnt ihr euch auch immer ein bisschen daran orientieren, wo ein paar Items rumliegen. Einige sammeln nicht immer unbedingt alles ein. Und dann weiß man immer, ah, da liegen die Kisten. Auch noch eine Möglichkeit. Aber wir haben jetzt eben kein Radar. Wir haben 10 Punkte, dann kann ich schon mal hier ein bisschen was verteilen. Dann packe ich tatsächlich noch hier was rein. Nee, so. Ich habe den Magneten, das heißt, wir dürfen gleich nicht vergessen, wenn wir Halvard besiegt haben, dass wir ihn aktivieren. Hier liegt so viel herum, was wir nicht eingesammelt haben. Das wäre sehr schade. Wir haben 44 Gold, ist in Ordnung. Unser Schaden ist auch in Ordnung. So, jetzt ist das schon im Berserker-Modus. Hier können wir leicht ausweichen, weil wir auch super schnell sind gerade. So, jupp. Das muss man auch ein bisschen verinnerlichen, dass er immer das Ding schießt, denn immer ganz, ganz scharf in die Kurve gehen. Dann passiert eigentlich auch nichts. So. Und er ist tot und wir aktivieren den Magneten. Jetzt lief alles gut. Zack. Und zack. Jetzt ist die Frage, wir wissen nicht, ob wir noch einen Magneten bekommen. Und ihr wollt ja unbedingt Experte schlagen. Deswegen nehmen wir auch das mit. Gibt uns nochmal Defense. Das ist ein cooles Abwehr-Item. Defense-Item meine ich. So. Hier noch ein Defense-Item. Jetzt wäre vielleicht nochmal schön ein bisschen Schaden. Angriffstempo ist das. Nehme ich auch mit. Jetzt haben wir auch gar nichts mehr. Und wir packen hier einen rein. Und jetzt gehen wir hier auf das Schwert. 3 Klingzeit, Projektile, nochmal Projektile, nochmal Projektile, Schaden, auch noch in Ordnung. Oh ja. Nee. Können wir sogar so machen. Schadenbereich. Und es geht weiter in die letzte Phase. Und gleich 2 Eliten. So. Gucken, was wir jetzt Feines bekommen. Für das Schwert nehmen wir. Ich glaube, wir nehmen Ablenkzeit tatsächlich. So, wir haben ja noch einen Glückspilz irgendwo, den wir für 15 Gold kaufen können, wenn ich mich richtig erinnere. Also suchen wir den jetzt mal. Und natürlich brauchen wir noch ein bisschen Gold. Haben wir jetzt genug? Weil der Glückspilz gibt euch eben auf alle Werte einen kleinen Bonus. Was heißt auf alle? Auf viele Werte einen Bonus. Die nochmal kurz töten hier. Wir haben jetzt keinen Magneten, deswegen sammle ich vieles ein. So. Noch ein Projektil. Top. Und wenn ihr vorsichtig spielt, dann kriegt ihr eigentlich jetzt alles geklärt. Nachher wird es vielleicht noch ein bisschen problematisch,
vielleicht. So, wir haben jetzt hier. Zack. Und dann nimmt ihr, ganz wichtig, das Doppelschwert. Guck, so. Das gibt euch eben einfach noch ein bisschen mehr Schutz. Falls jemand durchkommt durch eure Axtmauer, so nenne ich sie jetzt mal, habt ihr denn nochmal die Schwerter, die zuschlagen. Das gibt ihnen dann den Rest. Und mit dem Bild solltet ihr eigentlich Experte schlagen können. Also auch Alfheim. Ich mache jetzt nicht zu beiden Maps Video. Ich mache halt nur wieder Experte plus, wenn Swarftal heimkommt. Es kommen ja auch neue Items. Wer weiß, vielleicht gibt es da irgendein neues Item, was mega stark ist. Vielleicht verändern sie auch irgendetwas, weil es fühlen sich eben ein paar Waffen viel schwächer an als andere. Dass sie das nochmal ausbalancieren, wäre ja auch nicht schlecht. Bin ja auch zum Beispiel kein großer Freund von den Schuhen, die brennen. So, jetzt gehe ich tatsächlich auf die Ult. Weil die Ultimate kann euch im Endkampf gegen den Boss, ja, kann auf jeden Fall behilflich sein, weil ihr schön Schaden austeilt. Jetzt schaut mal links auf den Bildschirm, was wir dazu bekommen. Habt ihr es eben gesehen? Ja? Sowas nimmt man gerne mit. Genauso wie der charmante Pilz. Der gibt euch eben auch ganz viel Buffs. So, was haben wir hier? Dauer bereitet mich bereich. Dann sind die Äxte noch größer. Rasier den nämlich mit. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier noch auf der Map theoretisch haben. Ich glaube, wir gehen jetzt mal mehr auf Erfahrung und weniger auf Erforschung. Das heißt, wir bleiben so ein bisschen hier stehen. Sammeln schön ein. Und gleich lässt sich schon mal sagen zu Ragnar. Ah, will ich aber trotzdem Schaden. So, gut. Zweimal macht er sich ja unbesiegbar eigentlich. Und ich werde gleich meine Ultimate. Was hat die für einen Cooldown? Steht das da irgendwo? Bin ich gerade blind? Abklingen seit 46 Sekunden. Eventuell brauchen wir das gar nicht. Also, dass wir sie nochmal zünden. Bin mal selber gespannt. Ihr könnt sie ruhig am Anfang benutzen und dann nochmal. Ansonsten könnt ihr sie auch als Finisher benutzen. Oh, müssen wir hier mal aufpassen. Zapdos trifft mich manchmal ganz gerne. Hier nochmal Erfahrung. So. Hier gehe ich nochmal rein. Jetzt kommt er. Und wir kriegen den noch auf voll. Und da wir nichts anderes haben, guck, wir haben keine Zusatzwaffen. So, ich benutze die Ult. Seht ihr, wie schnell wir sein Leben abziehen? Dann geht er sofort hier in seinen Zustand, dass er keinen Schaden bekommt. Da lauft ihr einfach nur herum. Nicht stehen bleiben. Euer Bild beseitigt eigentlich meistens die Gegner komplett. Wir machen auch einen ordentlichen Schaden. Hier einfach nach oben laufen oder nach unten. Trifft euch dann auch nicht. Hier so ein bisschen seitlich laufen. Das kann manchmal fies sein, dieser Teleportationsangriff von ihm. Oh. So, und jetzt ist sein zweites Mal sein Status, wo er unbesiegbar ist. Jetzt haben wir unsere Ultimate wieder, könnt ihr erkennen. Und dann können wir ihn gleich finishen. Laufen wir hier noch ein bisschen rum. Selbst wenn wir getroffen werden, ist halb so schlimm. Ich glaube, wir haben bis jetzt no damage. Und jetzt mache ich die an. Und ihr seht das jetzt. Zack, 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 zack. Immer schön in der Nähe. Und das war's. Ja. Und dann könnt ihr sehen, Sturmbrecher hat 2,2 Millionen Schaden gemacht.
und die Schwerter 70.000. Ja, und das ist ein Bild, also den kann man schon nachmachen. Der ist jetzt nicht so mega schwer zu bekommen. Wir haben den Kelch gar nicht benötigt. Ja, wir haben die ganzen Defense-Sachen eigentlich gar nicht gebraucht. Wir wurden eben gar nicht getroffen. Das war jetzt erstmal das Video mit Axel Dörr und es folgt noch zu Tyra und Hafgrim. Ja. Alles klar, haut rein, Leute. Ciao.